Was geht ab, Freunde? Willkommen zum allerersten XXL TikTok Reactions Video. Ich habe 7 Tage jeden Tag im Stream auf TikTok reagiert und hier ist das Best of. Viel Spaß damit. Lass den Daumen nach unten da bitte. POV, du holst dein Abi-Zeugnis mit Champions League Hymne ab. Wo kommt der Film? Ich sag euch ehrlich, ich persönlich würde als Abi-Hymne, wir konnten leider keine Lieder auswählen, ich weiß nicht warum, ich hätte für mich 06, 06, 9, Frau! Rutsche Theorie, jetzt wird ermordet! Jetzt bist du nicht mehr mein Direktor. So ungefähr. Auf süß. Ich werde behindert. Ich frag mich immer, woher kommen die Kratzer in meinem R8? Schönes Auto. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hey! Er macht einfach weiter. Ist das krass. Er macht einfach eiskalt Kratzer in sein R8 mattschwarz. Zeitreisender rettet Dennison vor dem Fall. Oh nein. Nee, da muss doch einer kommen, der ihn hochholt. Nein, nein, nein. So zählt das nicht. Du bist mein Battle Pass. Du bist mein Fortnite Skin. Du bist mein Battle Royale. Du bist mein Battle Royale. Du bist mein Fortnite Skin. Oh, oh shit, ich erwarte was. Okay. Und nochmal stark, hä? Irgendwie habe ich es aber auch erwartet bei seinem Aussehen. Ich weiß nicht, ich erwarte, dass da was krass kommt. Finale, wir nehmen dieses Land mal so richtig auseinander. Das Lied ist Dünnpfiff, aber starker Support. Starker Support, aber Popolied. Hey, warum ist das so cool, aber? Die gucken einfach nicht auf einer Wand, die gucken auf einen Bulli. Irgendwie fühle ich das, ich sag euch ehrlich, irgendwie fühle ich das. Welches Spiel haben die geguckt? Rumänien. Oh Jemini, meine Freunde fragen mich, Denno, warum kommst du nicht raus? Denno, warum kommst du bei dem Wetter nicht Omas anpöbeln? Warum sollte ich rausgehen, wenn tief in mir drinne noch ein Ungewetter herrscht? I don't understand this. You're changing my... Oh Jemini, meine... Brille anziehen hat nicht geklappt. This meal was way too satisfying. Er lässt los, er lässt los. Transition auf Meer. Ich wusste es. Es war zu einfach. Guck mal, das ist nicht gut. Wisst ihr warum? War zu einfach. Dann ist die Transition automatisch scheiße. Ich wusste, die kommen. War kein Wow-Effekt bei mir da. Das habe ich doch schon gesehen. How much do one banana? 5 rupees. Huh? 5 rupees. 5 pence. 5 rupees. 5 rupees. All 5 rupees? Yes. No, I have 10. 10 rupees. No, I said keep change. No. Keep change. Keep change. Just more banana, apples. You take more. Because I'm a monkey. How much do one banana? 5 rupees. Bruder. Wie geht's euch, Leute? Alles klar bei euch? Hört auf, Fitter zu machen, die Runde. Bitte mach Fitter jetzt. Die kennen sich ja schon richtig lange. 2015, Alter. Mit Polizei. Não paro de pensar naquela perereca. Ich würde Quara lieber in einem Messi-Trikot sehen, aber ey, wenn er Ronaldo feiert. Respect it, I respect it. Im Sommer gucke ich natürlich Fußball. Ich habe diese Fußball-Tiki. Kein Wort verstanden. Bekommen. Deswegen gehen wir heute nach Dortmund, dieses Fußballspiel zu gucken. Ich war so früher in Dortmund, deswegen hatte ich auch dieses Fußballmuseum besucht. Ich hatte auch etwas über die Geschichte vom deutschen Fußball gelernt. Am Mittag ging ich mit Türkei-Fans zusammen ins Stadion. Sie hatten mir auch Fansgesänge beigebracht. Ich bin jetzt im BVB-Stadion. BVB-Stadion ist das große Fußballstadion in Deutschland. Außerdem hier gibt es über 80.000 Zuschauerplätze. Ich hatte auch Ronaldo gesehen, aber ich weiß nicht, warum hat er Langarm-Shirt angezogen. Okay, ich bin schon. Bis nächstes Mal. Im Sommer. Ey, Shang, W-TikToker. POV, du holst dir spontan eine Garage mit den Jungs.
Boah, beste Leben. Jetzt auch so eine Zeit gekommen, man kann einfach abends in irgendeinem Keller chillen mit T-Shirt, ist trotzdem warm. Würdest du den deutschen Einbürgerungstest bestehen? Frage 1. Welches Recht ist ein Grundrecht in Deutschland? Welches Recht ist ein Grundrecht? Meinungsfreiheit. Wenn du mehr als einen Fehler machst, bist du durchgefallen. Antwort C. Meinungsfreiheit. Wo auf der Karte liegt Bayern? Das unten rechts. Größte Bundesland von Deutschland? Genau, im Südosten von Deutschland. Was für eine Staatsform hat Deutschland? Republik. Richtig. Deutschland ist eine Republik. Welches ist kein Bundesland von Deutschland? Ostfriesland. Antwort B, das Ostfriesland. Wie beginnt die deutsche Nationalhymne? Einigkeit und Recht und Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit. Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? Neues Gesetz wird beschlossen von dem Parlament. Richtig ist Antwort B, das Parlament. Was ist die allgemeine Mehrwertsteuer in Deutschland? 19%. Antwort C, 19%. Wie nennt man die deutsche Verfassung? Grundgesetz A. Antwort A, das Grundgesetz. Was ist Deutschland nicht? Monarchie. C. Deutschland ist keine Monarchie. Wer wählt den Bundeskanzler in Deutschland? Bundestag. Kommentiere, wie viel du wusstest. Der Bundestag. Würdest du den... Bruder, alles gewusst! Hey! Hey. Faul am Torwart. Bruder, war faul am Torwart. Das ist kein Grundsatz. Bruder, Jungs, entspannt. Das ist kein Grundsatz. Ich wollte werden dich. Ey, Bruder, er gibt einfach. Ey, Gold-Video, komm, Mädchen. Denn in Allah, denn in Allah, bist du dran. Allah, sag, denn das wäre es. Ey, Bruder, wie kann man das vorgeben, ja? Sen nasıl verirsen? Was das für eine Verarsche, Marun? Sen dalga mı geçiyorsun? Ey, geisteskrank, Bruder, ey, ja. Wir wollen einfach verarschen, Bruder. Mann, das ist wieder nein, Bruder, ja. Çalhanoğlu, der Kapitän der Türken, hat getroffen. Ey, ich schwöre nein, Bruder, ja. Wallah, Bruder. Das ist doch voll, Bruder, ja. Ey, Bruder, Bruder. Tschüss, ja, wallah, biz, ey, wallah, yemin ederim. Tüm dünya bize karşı resmen, ya. Böyle bir şey olamaz, moruk. Oğlum, aranızda Türkiye, lan. Der oben rechts macht mir Angst. Ich sage euch ehrlich, der oben rechts macht mir Angst. Was ist das denn hier? Was war denn letztes Finalissima? Nee, Coppa ist wieder schlecht, ne? Gewinner von Coppa hat gegen Gewinner von EM gewonnen. Man kann gar nichts sagen, Bruder. Was? Achso, Tipp wollten wir ja. Tipp 1-1. Wahrsager, dein Tipp heute. 2-0. Für uns. 2-0 für Deutschland, die Dänen können keine Tore schießen. Ganz viele heute geschrieben. Dein Tipp für Türkei gegen Österreich spielt heute. Die Türkei gewinnt 2-1. Okay, wenn das jetzt wieder stimmt, ne? Niemals. Hat er auch schon irgendwas anderes gesagt? Kann man keine TikToks mehr aktiv anklicken? So, was ist das? Patek, danke für deine Zeit. Nein, das ist vom Salz. Abendessen für Schatzi. Ja, es gibt Matthias. Eine Kartoffel. Schatz. Heute gibt es wirklich nur eine Kartoffel. Ja, ich habe gesagt, eine Kartoffel reicht. Dann habe ich Bodensalat gemacht. Das ist Sherry Matthias, Schatzi. Und das ist, ich weiß es nicht mehr, habe ich vorhin gemacht. Preiselbeeren. Ja, Preiselbeersoße, genau. Preiselbeersoße mit nee. Matthias und Kartoffel und Bohnen. Ja. Ich wollte nur eine Kartoffel. Das war nicht normal, die Kartoffel. Stimmt irgendwas nicht. Ja, und seid ihr eigentlich alle verrückt geworden? Ich gucke auf meinen Account heute Morgen und auch heute Nachmittag total explodiert. Ihr dürft das nicht zu nah an euch ranlassen, wenn Schatzi tippt. Das ist, geht nicht. Ich habe Angst, dass ihr Haus und Hof verwettet. Ja, das geht nicht. Ich kann, also... Das ist alles ohne Gewehr. Ich meine, ich habe auch ein bisschen Angst vor Schatzi, ganz ehrlich. Also, ich rück mal ein Stück zurück. Hör mal! Geiler Witz! Ja, aber trotzdem. Ich habe nachher nochmal ein Gespräch mit Nagelsmann, aber... Wann gibt es deinen Tipp ab? Morgen Abend. Morgen Abend zum Abendessen. Weil Freitag um 18 Uhr spielen wir ja schon, ne?
Und viele haben ja geschrieben, wir haben das hinterher gemacht, das Video. Leute, ihr könnt doch unten drunter sehen, vor wie vielen Stunden wir das dann hochgeladen haben. Das ist ja auch immer nur ein Tipp. Es ist ja. Ja. Ja, aber es haben schon viele geschrieben, dass sie dann, was sie wetten wollen und alles. Macht das nicht, ich bitte. Ich würde auch wetten, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht, Tippico. Keine Ahnung. Wie, deine Schwester weiß das, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Nee, das machen wir auch nicht. Wir sind kurz davor, alles zu verlieren, Chat. Original, das hier war sein Blick. Oh, ich weiß auch nicht, wie das geht. Aber deine Schwester weiß, wie das geht, oder? Tippico wetten? Vor allem, wie kommt er darauf? Hat die Schwester alles verloren bei Tippico? Deine Schwester weiß, wie man tippt bei Tippico, ne? Hm? Auch nicht. Also ich jetzt einfach das Haus einsetzen. Na, ja, von wegen. Gut, ihr Lieben. Ja, Schatzi, lasst ihr erstmal schmecken und danke. Euch allen einen schönen Abend. Ach, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Hey, er ist aber süß. Okay, krass. Ja, dann gucken wir rein, was er getippt hat beim Morgen Abend. Morgen Abend tippt der Deutschland. Österreicher provozieren. Who the fuck is Arda Güler? Ist Arda Güler, hey! Hey! Who the fuck is Arda Güler, hey! Einfach Österreich wurde nach Hause geschickt. Türkei hätte aber auch gar nicht nach Hause geschickt werden können. Einfach ganz. Die ganzen türkischen Supporter wohnen einfach hier. Das ist so geil. Ich glaube, es ist unkorrekt, wenn du Türke aus der Türkei bist, wo die Währung und alles eh nicht so stabil ist, du extra einen Flug holst und sowas und hier die Tickets so geisteskrank teuer sind von den Türkei-Spielen, weil einfach so viele Türken hier leben. Ich glaube, die Türken, die aus der Türkei kommen, sind ehrlich, die werden auseinandergenommen mit den Preisen. Weil die müssen ja auch noch Flugticket und sowas zahlen. Die ganzen, die in Deutschland leben, Bruder, die Preise gehen hoch, so viele Türken wie hier sind. Ist das real? Ist das real? War jemand im Abseits mit seinem Dödel? Nein, ist fake. Ey, aber es könnte real werden, oder? So genau wie diese Abseitsregelung jetzt geworden ist. Ich weiß auch gar nicht, was ich als VAR-Schiedsrichter machen würde, wenn ich das Bild vor Augen hätte und irgendwas durchgeben muss. Stellt euch mal vor, der Schiri fragt euch so über den Funk, den die da haben. Ja, war das Abseits? Guck mal bitte nach. Du guckst nach und dann siehst du, sein Pimmel war im Abseits. Schwer. Ja, guck genau nach. Beeil dich bitte, beeil dich, sonst muss ich das Spiel unterbrechen. Ja, war abseits, aber ich weiß nicht, ob wir die Bilder zeigen wollen. Ich sag dir ehrlich. Ich weiß, geh mal zu Nummer 10 vorher, frag ihn, ob er seine Hose erstmal vorher richten will. Und was ist das? 10 Belgien? Wer ist 10 Belgien? Ist die Bräune die 10 bei Belgien? Lukaku. Das ist real, das Bild. Das Bild ist real, Chat. Wir wissen alle ganz genau, das Bild ist real. Heftig. Was macht Jutta? Niemals. Niemals hat er auf irgendwen gemichaelt Jackson. Hat er auf irgendwen gemichaelt Jackson? In was für eine Richtung hat er gemichaelt Jackson, frage ich mich. Auf Slowakei-Bank. Und ich sag euch ehrlich, ja, sehr, sehr respektlos. Macht man nicht, dumme Aktion von ihm. Was ist da vorgefallen, dass er so sauer war auf die Slowakei-Bank? Ich will so Real Talk von Jude Bellingham hören, bevor ich ihn hasse. Also ich hasse ihn sowieso nicht, aber bevor ich mir denke, was macht er da für eine Aktion? Nein, das ist unfair. Das ist unfair. Nein, darüber kann man sich nicht mal freuen, Bruder. Das kann doch nicht fair sein, oder? Guck mal, die können gar nichts machen. Also ich kann dich auch Zeit lassen vom Ding her. Warum jubeln die? Sie muss doch eigentlich jedes Mal treffen, oder? Sie hat theoretisch immer so viel Zeit, wie sie will. Das geht noch weiter. Also, ab diesem Punkt hätte man das Spiel auch einfach abbrechen können, oder? Wie viel steht's denn? 20-13, ja, nice. So, es jubelt auch einfach keiner mehr. Hey, ist das krass. Sie haben alle aufgehört, Chat.
Sie haben alle aufgehört. Nein, lohnt sich nicht mehr. Ja, Bro. Die Taktik, ganz ehrlich, guck mal, sie muss auch lachen. Sie muss auch einfach lachen. Sie weiß ganz genau, hier stimmt irgendwas nicht. Und die Taktik ist auch einfach, ihr den Ball geben. Sie soll auch vorne bleiben. Sie soll sich gar nicht verausgaben. Nee, mach ruhig deine Würfe. Wir wissen schon mal, wir machen in unseren Angriffen safe immer den Ball rein. Kann man sagen, den Ball reinmachen? Ey, yo, die haben sie doch nicht mehr alle. Mittlerweile gibt's jetzt auch Obertank einfach für 37.000. Was passiert hier eigentlich, Mann? Warte mal. Ankunft 12.56 Uhr. Längere Wartezeit. In Marokko. Uber-Panzer. Warum soll er einen Panzer fahren? Ist das Kriegsgebiet? Das ist ja kein Kriegsgebiet in Marokko, oder? Und selbst wenn, Bruder, warum bietet Uber einen Panzer an? Ist das sowas wie bei Airbnb, so einfach auf lustig? Oder? Ich habe so viele Fragen, ne? Elon Musk einfach Kollabo mit Uber oder was? Jetzt kannst du einfach schon Rakete zum Mond buchen oder wie? Okay, nee. Das ist fake, oder? In den Kommentaren steht, dass es wirklich funktioniert. 8 Stunden entfernt. Hier steht aber 76 Stunden. Nach 8 Stunden ist die Rakete entfernt. Und die Reise dauert 76 Stunden. 1,2 Millionen hört sich aber real an, oder? I have offside animations in Roblox. Roblox has a better VAR system than the fucking Premier League. They have offside animations in Roblox. Bruder, warum gibt's das in Roblox? Das heißt, es ist raus, Chat. Stickies ist raus. Und ich sage euch ehrlich, ich habe selber noch nicht in den Läden gesehen, weil bei mir im Edeka war das noch nicht. Ich habe einmal geguckt. Aber wenn ich mein eigenes Eis im Laden sehe, ich glaube, ich drehe durch, ich sage euch ehrlich. Wollen wir mal sehen, ob der Rüdiger mitsingt? Sigma ist eine sehr bedeutsame Person. Dein Sigma hält, man kann nicht... Er guckt ehrlich ein bisschen sauer, aber vielleicht ist er auch einfach nur erschöpft, Chat. Manche Leute reisen richtig lang zu den Stadien. Ich immer direkt ein Sigma sein. Leute, ein Sigma ist eine... Er sieht aber ehrlich ein bisschen genervt aus. Das sieht mir eher nach Rüdiger singt gar nicht mit aus. Und nicht nach der Frage, ob er mitsingt. Das sieht so aus, Rüdiger singt gar nicht mit. Hey, ganz kurz, hörst du mich? Ja. Hey, ist überhaupt erlaubt in Deutschland? Was denn? Ja, so fresh auszusehen natürlich, Alter. Hier ist dein Herz, freshes Outfit. Mach's gut, ciao. Hey du, kurz. Der wollte nicht gehen, Alter. Dem Kompliment hat ihn, das hat ihm so gefallen, dass er gern geblieben wäre. Er hätte gern noch was gehört. Ich, Alter. Hier ist dein Herz, freshes Outfit. Mach's gut, ciao. Hey du, kurze Frage. Ja. Hey, darf man das überhaupt in Deutschland? Was? Ja, so fresh auszusehen, durch die Stadt zu laufen, Bro. Danke, Bro. Hier ist dein Herz, geiles Outfit. Mach's gut, ciao. Das ist süß. Babu Doda, danke für deinen 15. Bro. Hey, spricht ihr Deutsch? Nein, ist das erlaubt in Deutschland? Is it legal in Germany? To look like this, bro, you look good. I see you training, right? You look good, bro. I wish you a great day. Yeah, I see you training, bro. I wish you a great day, guys. Ciao. Ja, Bruder, die haben erstmal verstanden, seid ihr legal hier in Deutschland? Ist das krass. Ciao. Hey, Bro. Hörst du mich? Kurze Frage, ich wollte sagen, darf man das überhaupt in Deutschland? Was denn? So stabil auszusehen und hier in der Stadt rumzuschillen, Bro. Danke dir. Siehst fresh aus, ich feier dein Outfit, gell? Danke dir. Schönen Tag dir, mach's gut, ciao. Bruder, ich sag euch, ne, sowas Nettes wird den Leuten, denen er das gesagt hat, das wird deren ganzen Tag machen. Die werden so krass happy sein, einfach nur, weil der so eine nette Geste gemacht hat. Ciao. Leute fragen mich, ey, wie traust du dich, Frauen anzusprechen in der Stadt? So spontan, so locker, Bro. Aufwärmen, erstmal zu den Jungs gehen, paar Komplimente. Oh mein Gott, Bruder, er hat's nur gemacht, um sich aufzuwärmen. Oh mein Gott, Bruder, ich dachte, ey, die Menschheit ist gerettet. Ich dachte, ey, es gibt ehrlich krasse... Er wärmt sich nur auf. Ist das heftig. Er wärmt sich einfach nur auf. Komplimente machen. Und dann zu den Frauen. Verstehst du, was ich meine? Step by step. Ihr geht ja auch nicht in den Gym und macht direkt 100 Kilo. Langsam steigern. Servus. Hallo. So. Hallo. Spiel muss wiederholt werden. Wir gucken uns mal ganz, ganz kurz diesen Handelfmeter an. Wie kannst du denn dort nicht auf einen strafbaren Elfmeter entscheiden? Freunde, ich habe einen Respekt vor einem... Ah, liegt die Adresse von dem Schiri. Liegt seine Adresse. Grillparty morgen. Grillparty beim Schiri morgen.
Wer ist mit dabei? Und erkenne er ist Schiedsrichter, er muss eigentlich sich auskennen. Ganz klar und deutlich, der Ball geht so hart gegen die Hand und die Hand ist hier vom Körper entfernt, deswegen war das ein strafbares Handspiel. Auch wenn man hier argumentieren kann, dass es kein absichtliches Handspiel gewesen ist, finde ich einfach, dort wo die Hand ist, da darf die Hand einfach nicht sein und deswegen hätte sie einen ganz klaren Elfmeter geben müssen. Was sagst du dazu? Schreib es bitte jetzt gerne in die Kommentare. Und hätte Elfmeter geben müssen. Wir brauchen jeden von euch. Das Jugendwort 2024, ach bitte nicht. Der jetzt noch schnell Vorschläge für das Jugendwort des Jahres 2024 abgibt. Denn irgendwie ist das an allen vorbeigegangen und ihr habt nur noch 2 Wochen Zeit. Denn dann beginnt schon die Auswertung und das Voting. Hier kommen meine 3 Vorschläge. Okay. Aura, Delulu, auch wenn es ein bisschen älter ist. Und nein, nicht das, was auf dem Banner beim Deutschlandspiel stand, du Schlingel, sondern Stallone. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vorschlagt und das am meisten gelikte wird der Spitzenvorschlag. Wir brauchen jeden von euch, der jetzt noch schnell... Gar keins. Alle Wörter, die bei Jugendwörter sind, sind eh scheiße. Jugendlicher, die Wörter benutzt, die bei Jugendwort sind, die sind eh kacke. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind eh dünnsches Worte. Wenn Aura bei Jugendwort ist, dann darf man das nicht mehr benutzen. Alles, was bei Jugendwort reinkommt, darf man nicht mehr benutzen. Das ist ein Gesetz, Chat, ungeschrieben. Rede mal ein bisschen polnisch. Dzień dobry, dobrze. Ja, Dzień dobry, ja dole. Kurwa, masz. Kurwa, masz. Ja, pierdolę. Ja, pierdolę. Ja, pierdolę. Ja, pierdolę. Ja, pierdolę. Ja, pierdolę. Danke, dass ihr mich drauf markiert habt, Leute. You need to scream in voice chat to jump. Niemals. What the fuck, bro? What the fuck? Ist das Roblox? Ist das Roblox? Manchmal liebe ich meinen Job, wenn sowas passiert. Ich habe von den Kollegen... Hamed, Bruder. Wir haben Stickies. Mein Bruder Daniel hat mir Stickies zugeschickt. Kurz nochmal an dich. Und das probieren wir jetzt. So sieht eine Box aus. Ich habe das Ganze jetzt über den Tag einfrieren lassen. Wir haben 5 Geschmäcker. Cola, saurer Apfel, Kiwi, Erdbeere, Waldfrucht und Wassermelone. Erstmal aber zu dem Design auf den Sticks. Hier sehen wir das ganze Stickies. 2 Minuten. Er hat ganz Tutorial gemacht. Und hier sehen wir Cola. Fang mit Cola an, weil Cola, Fazit zu Cola, super Sache, solide auf jeden Fall, wird 8,5 von 10. Saure Apfel. Ich sag Cola ist für mich meine 1, jetzt nach allem, an Kiwi Erdbeere. Ich sag Cola 10 von 10, Kiwi Erdbeere 9 von 10, dann gehe ich glaube ich mit Wassermelone 8,5, saure Apfel 8 und Waldfrucht 7. Noch nie so gesehen, einem Wassereis. Fazit zu saurer Apfel. Die haben das echt gut hinbekommen, muss man sagen. Also schmeckt krass. 8 von 10. Jetzt kommt gefühlt der Favorit von vielen. X Marcel, danke für den 14. Habe. Kiwi Erdbeere. Das meine die Idee. Jungs haben sich richtig gute Gedanken dabei gemacht, muss man sagen. Shoutout. Fazit zu Kiwi Erdbeere. Wie gesagt, nicht mein Geschmack. Aber dafür, dass ich es eigentlich nicht mag, schmeckt es trotzdem gut. Ich würde so eine 7 geben. 6,57. Aber halt einfach nicht mein Geschmack. Blaues Wassereis hat Daniel ja gefühlt revolutioniert. Wer atmet da so? Ja, Waldfrucht. Ich weiß nicht, was ich mir drunter vorstellen soll. Wir gehen rein. Das ist mein Favorite. 100%. 10 von 10. Das ja, ist so krass. Gut. Guck mal, so gehen Geschmäcker auseinander. So gehen Geschmäcker auseinander. Also für mich ist das, was ich am wenigsten mag von allem. Aber es schmeckt trotzdem gut, ne? Das haben die Hälfte bekommen. Das letzte, wie ihr sehen könnt, Wassermelone. Okay, wir gucken noch. Da sind noch ein paar andere, glaube ich. Ronaldo. Das meint er nicht ernst, oder? Er muss weiterspielen, Chat. Harte Regel. Wenn der Papa sagt, dass ich das grüne Pool putzen muss und ich einfach stattdessen reingehe und Pommes nasche. Alter. Egal. Peace, Leute. Wenn der Papa. Digga, das mal. Bruder, ich sag, der Prank. Ich sag, das ist ein Jokestar. Da, danke für den Prime-Star. Der macht das zu gut. Es ist zu unangenehm lustig. Wisst ihr, ich meine? Der macht das gut. Der ist zu unangenehm lustig. Ich bin hier gerade zum ersten Mal in Oberhausen und ich habe gar nicht gewusst, dass es hier...
Boah, das ist nicht Oberhausen. Das 1 Million% nicht Oberhausen. Wenn du eine neue Wohngegend um die Ecke gibt. Ich bin hier gerade um die Ecke von Zentrum in Oberhausen. Ich wusste gar nicht, dass es hier so eine schöne Gegend gibt. Direkt hinterm Oberhausen im Zentrum eigentlich. Bro, USA? Also die Vereinigten Staaten, das sieht echt schön aus und alles, ne? Bruder, aber dann kommt so ein Tornado, alle Häuser kaputt. Weil die einfach alle aus Pappe sind. In Deutschland sieht es vielleicht nicht so schön aus. Wir haben nicht so geiles Wetter wie an manchen Flecken in den USA. Aber Bruder, dafür sind unsere Häuser stabil, muss man sagen. Gegen gibt. Direkt hinterm Oberhaus. Dafür sind die auch viel teurer, unsere Häuser. Hätte ich vorher davon gewusst, dann wäre ich bestimmt hier hingezogen. Aber jetzt ist alles schon voll. Ich glaube, man kriegt keine Plätze mehr hier zum Wohnen. Ich bin hier. Boah, er hat seinen Witz so ernst erzählt, ne? Aber jetzt ist alles schon voll. Ich kann sein, irgendwer aus seiner Familie ist gestorben, aber er wollte trotzdem seinen TikTok-Content weiterführen. Nennt mir einen, der so krank ist, der sein PC rausholt, der sein Fernseher hier hinstellt und mein AMG-Menü zu kodieren, ja. Aber warum mit Fernseher? Nennt mir einen, der so krank ist. Warum braucht er dafür Fernseher? So, gucken wir mal, ob alles funktioniert. Hätte Laptop nicht gereicht? Er holt ganze Fernseher. Let him cook. Who let the Instagram CEO cook? Das habe ich schon gesehen. Zini Zidane. Christmas Ronaldo. So. Christmas Ronaldo. Er redet nicht mal. So. Christmas Ronaldo. Hungry Ken. So. Er wird gefreut, warum guckt er so traurig? Christmas Ronaldo! Aber ich sage euch, um komplett ehrlich zu sein, Chat, ne? Komplett ehrlich. Ich fand Pharos Content früher besser. Ich will nicht der sein, der mit dem Finger auf Leute zeigt und sagt, ey Bruder, mach besseren Content, aber vielleicht ist auch nicht mein Geschmack. Könnte auch sein, Chat. Christmas Ronaldo! Nicht mein Geschmack! Wisst ihr, wie ich meine? Jeder darf ja das machen, worauf er Bock hat. Solange er glücklich ist, bin ich auch glücklich. Wo brennt es denn im Tunnel? Okay, wir kommen dahin. LOL! Sowas gibt es? Sowas gibt es? Krass! Hä? Verwirrt. Ist normal? Vielleicht ist es auch normal. Ich habe gar keine Ahnung von sowas. Jungs, muss auf, hab gleich hier M. Lamin Jamal. Ich find's cool. Er postet, aber das ist auch Story-Post ohne Kontext. So einfach nach dem Motto, ich zock grad Fortnite. Das wäre noch so viel geiler, wenn er dazu geschrieben hat, kommt wer on. Das wär's gewesen, Chat. Kommt wer on? Fragezeichen. Korrekte Aussprache von Städten. Easy. London. Oder London. Im Deutschen London, im Englischen London. Longschlong. Da steht nirgendwo Longschlong. Das. Paris. Oder Paris. Paris, glaube ich. Parship? Rio der Junkie. Rio der Junkie? Das ist keine Person, das ist... Bar in Zelle. Nein. Los Angeles. Oder Los Angeles. Los Angeles. Los Angela Merkel. Das ist übertrieben, Chat. Angela Merkel, also das kann man nicht sehen. Hongkong? Das kann, was will man denn aus Hongkong machen? Hongi Kongi? Was will man daraus machen? King Kong Bing Bong. Was? Salam Aleikum Aleikum Salam. Tiki Toki Cotton Joe. Miami, easy. Miau Mami Chat, ich kann das nicht mehr. Real Talk, diese TikToks mit Aussprachen, die machen mich fertig. Ich kann das nicht mehr. Ist da vorne sitzen? Warum hat das so perfekt gepasst? Ja, wollt ihr alle auf dieser Fahne sitzen? Ja! Ey, ist das respektlos, Digga. Er nutzt Elfmeter dafür, Bruder. Deswegen macht es auch Sinn, dass er das wusste, dass das kommt. Wenn Pinocchio lügt, wächst seine Nase. Was würde passieren, wenn er sagte, meine Nase wird gleich wachsen? Wenn seine Nase nicht wachsen würde, hätte er gelogen, was dazu führen würde, dass seine Nase wächst. Aber wenn seine Nase wächst, bedeutet das, dass er die Wahrheit gesagt hat, was bedeutet, dass seine Nase nicht hätte wachsen. Wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst und er lügt, wächst seine Nase und er sagt automatisch die Wahrheit. Und dann schrumpft sie wieder
Und dann hat er die Wahrheit gesagt. Das heißt, wenn er sagt, meine Nase wächst, wächst sie einmal ganz kurz, bis seine Lüge zur Wahrheit wird und sie schrumpft dann wieder. Das passiert. Aber ich schrumpfe ja nicht. Ich bin gespannt, ob Arda Güler in der kommenden Saison bei Real Madrid seine Spielzeit bekommt und was er daraus macht. Ich würde es ihm joinen. Gönnen. Ich würde es ihm gönnen, Arda Güler. Zeig ihm was. Aber wird schwer beim nächsten, beim Real Madrid. Guck, Bella geht einkaufen. Was soll die Scheiße? Bitte, hört auf damit! Wenn ich sein Gesicht sehe, ich werde so sauer, ne? Ich werde so sauer, wenn ich ihn sehe. Wir haben noch nicht gewonnen. Wir befinden uns mitten in der Schlacht. Boah, guck mal, wie viele bei Rolling Loud sind. Es ist überkrass. Rolling Loud Wien. Wir sind aber nicht hin, das war mir zu weit weg für einen Tag. Ich wäre da nur einen Tag gewesen, aber zwei Tage. Vor dem Deutschland versus Spanien Spiel. Vor dem Deutschlandspiel gegen Spanien. Hallo, hier ist der Präsident der spanischen Nationalmannschaft. Wir brauchen den Sieg gegen Deutschland, aber den bekommen wir nicht aus... Verkaufe Viertelfinale Sieg in der EM. In Klammern, ich liebe Spanien. ...eigener Kraft. Da lässt sich bestimmt was machen. Hast du aber nicht Angst um deinen Job? Nee, ich mag Handball sowieso lieber als Fußball. Und die Deutschen sind mir auch eher unsympathisch. Lässt sich denn am Preis noch was machen? Weil du es bist. Machen wir halben Preis... Aber dazu noch ein Spanien-Trikot, das von allen Spielern unterschrieben wurde. Und zwei Tickets für das nächste Handballspiel der Spanier. Perfekt, machen wir so. Drei Tage später. Danke. Wir sind wirklich weiter. Das hätten wir ohne dich niemals geschafft. Danke für die Sachen. Und die Handballeinlage von eurem Verteidiger hat mich sehr amüsiert. Hat mich gefreut, mit dir Geschäfte zu machen. Und ab jetzt tauch lieber ab, weil die Deutschen sind ein wenig sauer. Er soll ehrlich lieber abtauchen. Er soll ehrlich lieber abtauchen. Was mit seiner Kamera? Warum ist die so kaputt? Er hatte die angejackson. Deutschland 116-0, Bruder. Schiedsrichter ist ein Hund. War es ein Elfmeter oder nicht? War das Justin? Der Schiedsrichter ist ein Hund. War es ein Elfmeter oder nicht? Verlängerung. Ja, 100% und ich. Ich bin Rom-Fan und derselbe Schiri hat damals Rom im Europa-League-Finale auch betrogen. Der Schiedsrichter ist ein Hund. Würdest du sagen, du hast ein persönliches Problem mit Anthony Taylor? Ja, 100%. Ja. Manuel Neuer hat versagt. Bruder, was ist das denn, Digga? Was sagst du zur Schiedsrichterentscheidung? War ein Elfmeter in der Verlängerung? Nein. Handelfmeter? Ja, das kann man ja. Wir haben ein geiles Spiel gesehen. 120 Minuten, ultra geil. Spanien soll es gewinnen, da haben wir gegen Europameister verloren. Aber wir haben einfach nicht mehr den Knackpunkt gehabt. Elfmeter gegen Ungarn, gegen Dänemark bekommen. Sorry, Alter. Der Schiedsrichter ist... Versuch mal, was positiv zu sehen. Absolut. Also ich sehe alles positiv. Es war eine richtige... Ey, geil, wir sind raus. Hallo, mein Name ist Malte Völz. Ich bin in Stuttgart unterwegs. Warum bin ich eigentlich so fröhlich? Deutschland ist raus. Wie verarbeitest du jetzt heute Abend die Niederlage? Also wir gehen so eine Cola trinken. I doubt it. Wie verarbeitest du heute Nacht noch diese Niederlage? Woran hat's gelegen? Havertz. Er hatte so viele Chancen und er hat alle verkackt. Gute Frage, ja, du hast den Leben gehabt. Du bist in Spanien gewesen? Ja, weil ich Italiener bin. Also am Schiedsrichter lag es nicht, wie das Spiel letzten Endes ausgegangen ist. Bruder, er ist in zwei Videos, ne? Er ist überall hingegangen, wo es so ging. Du bist in Spanien gewesen? Ja, weil ich Italiener bin. Ey, Justin hasst die deutsche Nationalmannschaft, ne? Justin, original größter Hater deutscher Nationalmannschaft. Er und seine Kollegen haben sich auch gestritten bei Public Viewing. Als Italien rausgeflogen sind, wurden die ausgelacht von Deutschen. Und seitdem warten die bei diesem Public Viewing, um zurückzulachen. Also am Schiedsrichter lag es nicht, wie das Spiel letzten Endes ausgegangen ist. Aber generell kann man schon sagen, es war recht parteiisch. Kannst du was Positives in dieser Niederlage sehen? Nein. Bist du jetzt wütend auf den Schiri oder eher traurig, dass es Deutschland verkackt hat? Eher traurig. Hä? Ich dachte, das wird ein Edit. Ich dachte, das wird jetzt so ein Edit, wo was anderes kommt. Wer hat das geliked? Wer hat mich darauf markiert? Nein, das war irgendein Mod aus Versehen. Da kam nicht mal was. Travis Scott wearing Juventus. Bruder, weil er verloren ist, Bruder. Weil er verloren ist. Weil er verloren ist, Junge. Juventus! Nee, trägt man nicht. Wie die Leute...
Es war doch eh abseits. Mich aufregen, die sagen, ey, war doch davor sowieso abseits, war doch davor sowieso Hand. Brauchen wir uns gar nicht angucken, die Situation. Also, kennt ihr die Fußballregeln nicht? Seid ihr genau die Leute, die wirklich nur zu EM und WM beim Fußball einschalten? Es geht um zwei Situationen, die kurz vor diesem Handspiel entstanden sind. Zum einen sagen die Leute, Füllkrug stand doch hier im Abseits, hätte sowieso nicht gezählt. Da frage ich mich, seit wann kannst du denn mit der Hand ein Tor schießen? Seit wann kannst du mit der Hand im Abseits stehen? Hätte ich mal lieber nicht 13 Jahre Fußball gespielt, sondern Tischtennis, weil anscheinend kenne ich die Regeln ja nicht. Man kann nicht mit der Hand im Abseits stehen. Füllkrug könnte vielleicht mit seinem Knie oder mit seiner Zehenspitze im Abseits stehen. Aber das kannst du doch von hier gar nicht erkennen, weil Füllkrug den halben Körper vom Spanier verdeckt. Du brauchst eine genaue Linie dafür, die es gar nicht von der UEFA gibt. Die wurde anscheinend nicht gezogen. Punkt Nummer 2, der die ganze Zeit angesprochen wird. Füllkrug hat ja sowieso davor Hand genommen. Glaubt mal, es gibt im Fußball Regeln. Mag man zwar nicht glauben bei den ganzen Fehlentscheidungen, aber die gibt es tatsächlich. Und da ist auch festgeschrieben, was ein Handspiel ist. Und ein Handspiel ist, wenn du den Ball mit der Hand berührst, allerdings nur zwischen Arm und Schulter. Wenn du den Ball mit der Schulter triffst, dann ist es kein Handspiel. Und da die Schulter ja relativ breit... Ich habe aber auch keinen gehört, der gesagt hat, das war Hand. Hätte irgendwer ernsthaft, das war Hand? Als Deutscher auch noch? Wird das Ganze... Oder das ist ja, da versucht man ja irgendwas zu sehen, was nicht zu sehen ist. Genau definiert. Und zwar, wenn du den Arm anlegst und da, wo die Achselhöhle ist, da endet das Handspiel. Das bedeutet, alles oben drüber kann man sein? Ist kein... Das grennt schon an diesem, der wurde angeschossen. Musiala hat ihn angeschossen, deswegen ist keine Hand. Hand mehr. Und wenn wir uns die Situation jetzt nochmal anschauen, ist es unglaublich schwer zu beurteilen. Dazu kommt, dass er von hinten noch geschubst wurde. Du kannst es eigentlich gar nicht richtig beurteilen, ohne ganz genaue Zeitlupe. Der Schiedsrichter hätte sich das Ganze anschauen müssen. Er hätte zumindest nach dem Spiel im Interview sagen müssen, ey, guck mal, wir haben hier eine Linie gezogen, Füllkrug war minimal im Abseits, deswegen haben wir uns das Handspiel da hinten gar nicht mehr angeschaut. Hier habt ihr das Bild. Nee, darum ging's nicht. Er hat ja direkt gezeigt, der Körper war am... Er hat Handspiel einfach nicht gewertet. Mit der Linie passt alles. Da hätte niemand was gesagt, aber stattdessen haut er einfach nach dem Spiel ab, ohne Interview zu geben. Und genau so ein Verhalten vom Schiedsrichter sorgt doch dafür, dass diese ganzen Gerüchte entstehen, dass es gekauft ist. Guckt euch mal bitte Cucurellas Reaktion an. Der war selber geschockt, dass es kein Elfer gab. Ey, wie die Leute mit... Direkt Müllschiri. Ja, ich bounce dich hoch, okay? Geht es nach vorne? Und... Wow! Alter, den Körper gemacht! Was war das denn? Das war ja Körper... Das ist gar nicht happy, Digga. War, ne? Ja, ich bounce schon, okay? Körper. Geht es nach vorne? Und... Oh nein, Digga, warum ist das lustig? Hamid Luke und Dennis Lamp haben perfekt für den Sommer Wassereis rausgebracht. Stickies. Das ist juicy, lecker und boah. Wir fangen an mit Wassermelone. Es gibt von mir eine 8 von 10. Weiter geht's mit Waldfrucht. Ja? Ja, eine 7,9 von 10. Cola, bestimmt mein Favorite. Ich liebe Cola über alles. Also das ist auf jeden Fall mindestens eine 9,5 von 10. Kiwi Erdbeere, das habe ich noch nie gehört. Okay, schmeckt sehr nach Erdbeere. Aber geil, geil! Auch 9 von 10. Das ist auch sauer Apfel, oh je. Ich bin einfach nur extrem sauer. 7 von 10. Hey! Würdest du es kaufen? Auf jeden Fall. Besser ist. Leute, ich habe mir ein neues Parfüm gekauft. Parfüm? Ich komme nach Hause. Meine Mutter sagt, ich muss dir was Schlimmes erzählen. Okay, oh nein. Leute, ich wollte dieses Parfüm schon so lange haben. So lange. Dann habe ich es mir mal gekauft. Und dann erzählt die mir einen Tag später, ist es ihr runtergefallen. Wen juckt's, Digga? Scheiß auf dich und dein Parfüm! Sie weint wegen ein Parfüm, oh mein Gott! Ist das Gott? Lacoste. Es gibt Wichtigeres. Okay, das war dumm. Jetzt ist alles voll mit Glas. Barella Nutella Cucurella. Barella Nutella Cucurella. Barella Nutella Cucurella. Barella Nutella Cucurella. Barella Nutella Warum habe ich damit gerechnet, dass hier qualitative TikToks geliked werden, wenn es von meinen Mods geliked wird? Vom 18-jährigen Gangster-Rapper zum 21-jährigen, der sich für etwas Hype im Internet zum Clown macht. Hinter dem Gesicht von LL Chopper... Oh,
Hat einer Lee Chopper zum Hund gemacht? Um Clown machen? Dann war halt noch nie ein Gangster, sondern von Anfang an ein Sohn einer erfolgreichen Geschäftsfrau, die schrittweise jeden einzelnen Schritt in seiner Karriere geplant hat. Aber bevor wir dazu kommen, wie sie es gemacht hat, wurde ich Seine Mutter hat alles geplant? So viel mir für meine Videos, gönn mal ein Abo. Im Vergleich zu... Nö. Das Video muss mich jetzt erstmal überzeugen. Zu den meisten anderen Rap hatte Annelie Chopper noch nie Geldprobleme. In seiner Kindheit lernte er Karate, hat Basketball gespielt und bis zum Ende auch seine Schule durchgezogen. Bruder, ich küsse dein Herz, für Basketball braucht man kein Geld. Er sagt, er hatte noch nie finanzielle Probleme. Er konnte Basketball spielen. Er konnte immer Basketball spielen. Hä? Motto, man kann keinen Sport machen, wenn man arm ist. Wenn dein Mann dir erzählt, dass er auf Geschäftsreise ist. Und woher soll ich wissen, ob das dein Mann ist? Hä? Einfach irgendwen gefilmt im Publikum. Ja, moin. Ruining Messi's Date as I show speed. Bro, warum ist Messi auf einer Leiter und 1-3? Groß. You fell and hit your head, babe. Oh mein Gott. Oh nein, ey! Oh, Bruder, warum habe ich gerade gedacht? Warum habe ich gerade gedacht, der landet da, Chat, aber dieses falsche Landen. Do I know you? I don't think so. Although the future is a little bit Then one penalty. I mean large pepperoni. Boah, nein, wer hat sich so viel Mühe gegeben, um Messi zu dissen in Roblox? Wer hat sich so viel Mühe gegeben, um Messi zu dissen in Roblox? Das ist eine ganze Geschichte. Die Geschichte geht noch 40 Sekunden. Es ist... Do you need something to drink? Yeah, do you guys have... Mokni gas water? What? What did you say? Wait, it's you. Oh my god, Darren? You know him? Yes, he's my ex. Hey, Bruder, bitte. Everybody was kung fu fighting. Boah, da ist das krass. Er hat sich echt Mühe gegeben. Ist das heftig. Traffic! Traffic! Wer liked das? Wer liked das? Das war auf dem Splash. Mein Bruder hatte auch einen Auftritt auf dem Splash. Die machen Peter Schilling zu Playboy Cardi. Die haben zu völlig losgelöst von der Erde ein Moshpit gemacht. Oh nein! Oh nein! Moshpit zu diesem Lied? Guck mal, ich sag euch ehrlich, lieber gar keinen Moshpit machen als unnötig ein. Das ist immer cleverer. Wenn man einen Moshpit macht, dann muss schon ein kranker Beatdrop kommen. Es muss passen. Sonst lasst einfach in Ruhe. Genießt doch das Lied. Oder mach von mir aus, probier ein Salto. Aber warum Moshpit? Schiedsrichter Deutschland versus Spanien. Edeka-Verbot. Das hat Edeka gepostet. Edeka hat dem Schiri ein Verbot gegeben. Und Fanny Frisch hat kommentiert, Schiri hat Chipsverbot. Und Schiri falsch geschrieben. Du filmst nichts ahnt und dann passiert das. Irgendwer fällt runter. Aber warum stehen die da auch? Wo stehen die drauf?
Es war so, ich wusste es. Bruder, wer denkt denn auch, dass man easy auf einem Auto stehen kann, ohne dass man umkippt? Wer denkt das? Original keiner, oder? Ey! Das war's mit der XXL TikTok Reaktionas. Wenn's euch gefallen hat, verpisst euch.